Hallo, hier Dark Saber mit dem Let's Play Half-Life Blue Shift Part 15. Oh Gott. Das ist jetzt für mich ein bisschen ungewohnt, weil ich jetzt meine eigene Stimme höre. Ja, ich muss einige Einstellungen machen, weil es wieder nicht so richtig funktioniert hat mit meinem Mikro. Daher muss ich das erstmal so machen. Ansonsten, ja, muss ich mir ein anderes Headset holen. Nun ja, aber erstmal soll es zurückgehen. So, beim letzten Mal haben wir alles eingeschaltet. Jetzt haben wir nur noch diese ganzen Gegner hier. Scheint es dann down, also ich weiß. Oh, ist das ungewohnt. Gut, ich glaube, das Ding ist soweit aktiviert. Also muss ich jetzt weiter. Jetzt war ich hier hoch. Achso, Achso, hier war nichts mehr. Na gut. Deswegen waren wir hier. Wir haben hier. Man kommt ja einfach nicht zu Wort. Wir haben hier das Gerät aktiviert, damit wir uns wieder teleportieren können. Also in unserer Welt. Von der anderen Welt hier ist das anscheinend kein Problem. Den habe ich wohl direkt in die Augen getroffen. Ja, sorry, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen müde, aber es ist wirklich total ungewohnt, seine eigene Stimme dann noch bei der Aufnahme zu hören. Ich weiß nicht so laut. Da muss ich mal gleich gucken, ob ich das noch einstellen kann. Natürlich. Schön, schön.
wieder zurück. Und kann ich mir wieder nehmen wollen. Und wieder auf Leben. Ich weiß, ich könnte das eigentlich sein lassen, aber ich mache das jetzt trotzdem. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt gehe ich einfach weiter und die Sache ist erledigt. Ja, natürlich! Den habe ich jetzt sogar gar nicht gesehen. So, was war da? So, haben wir das jetzt durch? Ich würde sagen, da müssen wir rein. Können Sie mich hören? Sie müssen sich beeilen. Sie müssen sich beeilen. Kann ich den Boden laden. Bleibt bis dem Ende zu. Los. Gute Arbeit, Mr. Quillen. Wir hatten uns schon langsam Sorgen gemacht, als Sie so lange nicht zurückkamen. Aber wie es scheint, haben Sie es geschafft, das Gerät in Gang zu setzen. Das Signal, das wir erhalten, ist sehr stark. Nur habe ich leider eine schlechte Nachricht. Die Energiereserven haben gerade ausgereicht, um das Feld für Ihre Reise in die Grenzwelt zu öffnen. Wenn wir den Teleporter lange genug offen halten wollen, um einen sicheren Ausgangspunkt zu berechnen und genug Zeit zu haben, um alle durchzuschleusen, wird jemand in den unteren Level gehen müssen, um eine neue Energiezelle zu besorgen. Ein paar unserer Kollegen sind vor einer Weile runtergegangen, aber wir haben seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Ich befürchte das Schlimmste. Ich auch. Ich sage Ihnen das ja nur ungern, aber wenn nicht jemand nach unten geht, wird es keiner von uns lebend hier rausschaffen. Abgesehen davon haben Sie die beste Ausrüstung, um mit möglichen Gefahren fertig zu werden. Hier, ich bringe Sie zum Zugangslift, der zum Energiegenerator führt. Folgen Sie mir. Gerne doch. Ich muss das dann wirklich einstellen, das geht so gar nicht. Lauf. Also dann, da unten sind die alten Energiegeneratoren, die früher diese Labore gespeist haben. Sie sollten das, was wir brauchen, dort unten finden. Sobald Sie eine neue Energiezelle gefunden haben, sollten Sie prüfen, ob sie geladen ist und sie dann über den Lastenaufzug nach oben schicken. Viel Glück! Okay. Geht doch. Gut. Voll bewaffnet. Genug Ausrüstung aber auch. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Ja, würde ich sagen, dies war es bei der 15. Folge von Half-Life Blue Shift. Ich schaue jetzt gleich nach deiner Einstellung und ja, hier wird es definitiv weitergehen.
Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Dark Saber. Bis dann.